So, bei mir liegt jetzt hier Maschenmarkierer an Maschenmarkierer. Ich würde jetzt sagen, da es jetzt keinen Sinn macht, diese beiden Maschen, wo jeweils der Maschenmarkierer dran hängt, ihr seht es, auch nochmal zusammen zu stricken, nehme ich jetzt einfach die Maschen ab und auf meine Häkelnadel sofort, weil es macht jetzt wirklich überhaupt keinen Sinn mehr, da noch was stricken zu wollen. Also, wir nehmen erstmal die Maschenmarkierer ein nach dem anderen raus. Die brauchen wir nämlich jetzt nicht mehr. Nehmen uns dann, wenn die Nadeln nicht immer im Weg liegen würden, nehmen uns dann von der Nadel die zwei und ziehen die durch. Weg mit der Nadel. Die nächsten zwei. Eins, zwei. Drei Stück haben wir auf der Nadel. Ein bisschen vorsichtig durchziehen. Fertig. Maschenmarkierer machen wir gleich raus. Die nächste Nadel. Und durch. Und nur noch die eine Nadel. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Aber was wir hier machen. So. Schauen wir mal. Eins, zwei. Ich habe also keine. Ich habe nicht in jeder zweiten Runde abgenommen, ne? Ich habe definitiv in jeder Runde abgenommen. So, jetzt ziehe ich hier schon mal den Faden durch und hole mir jetzt hier die nächsten auf die Nadel. Ich habe keine Ahnung, warum ich hier so viele Maschen auf der Nadel habe. Ich habe das alles so gemacht, wie ich es mit euch gestrickt habe. Und gleich die letzten beiden. So. Jetzt bitte drehen. Einmal, weil hier haben wir jetzt ein riesiges Loch. Das müssen wir natürlich gleich von der anderen Seite schließen. Machen wir dann von innen. Lassen da ein bisschen längeren Faden dran. Rüsteln jetzt meine Schere wieder, damit wir das alles gleich fachgerecht verschließen können. Ein bisschen länger, 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 länger. So. Dann ziehen wir uns erstmal diesen Faden hier durch. Nehmen hier die ganzen Maschenmarkierer raus. Und sehen gleich zu, dass wir das Loch schön verschließen können. Na, jetzt sieht es so aus. Das kann sich trotzdem sehen lassen, finde ich. Also ist schön. Richtig schön geworden. So, und das Loch verschließen wir jetzt dann gleich. Auf links ziehen die ganze Sache. So. Zack. Jetzt gehen wir hin. Also hier ist das Loch. Kann man natürlich jetzt im Dunkeln nicht so richtig sehen. Dunkle Wolle, es ist dunkel. Und jetzt gehen wir hin und schließen das hier ganz normal zusammen. Immer drehen von einer Seite auf die andere und dann
das hier alles miteinander verbinden, schließen. Ab und zu nochmal den Faden hier ein bisschen, damit das auch alles gut passt. So. Also so mache ich das jedenfalls, ne? Das müsst ihr so nicht machen. Wer eine andere Art und Weise hat, bitte gerne. Ach Mensch. So, schauen wir noch mal, ob das auch wirklich hier... Nee, ist es nicht. Da haben wir noch... Durchguck. Das geht nicht. Also machen wir das Ganze retoure und stechen dann direkt hier mal ein paar runden Reihen, wie auch immer ihr es nun nennen möchtet, tiefer und holen uns den Faden mal da durch. Auch nicht, wie ich will. Na, kriege ich es jetzt hin? Befürchte nein. Nein, natürlich nicht. Ja, sage mal. Aber ihr wisst ja, was ich meine. So. Jetzt hat es funktioniert. Und dann direkt nach oben ziehen das Ganze, damit ihr es auch verschließt. So, jetzt haben wir hier noch so ein paar Lücken, die wir noch dicht machen müssen. Und je mehr wir das jetzt hier natürlich verbinden, umso dichter wird das Ganze. Ist ja klar. So. Ihr wisst, was ich meine. Nochmal schauen. Ja, seht ihr? Fast alles zu. Da muss ich dann noch einmal. Aber ich wollte das jetzt erstmal mit euch das Tragefoto machen. Man denke sich jetzt bitte die Spange weg, die da so lustig. Ne? Da wird's mit der Mütze nämlich hundertprozentig passen. Ja, ich denke, das habt ihr gesehen. Ne? Die andere Seite sieht genauso aus. Ups. Jo. Das ist das jetzt ein Faden? Das ist mein Faden. Der hängt jetzt noch. Das sollte eigentlich nach hinten, Mensch. So. Genau. Das. Ups. Das war dann das, die Mützenserie. Entschuldigt die Wackelei. Ja, der soll nach hinten natürlich. Ne? Das ist ganz klar, dass das Ding nach hinten soll und nie nach vorne. Ich versuch's nochmal. Nur ist der Faden hinten. Gut, ihr seht, dass es passt. Danke fürs Zuschauen. Danke für jedes Abo. Lasst mir gerne weiterhin ein Abo da. Drückt dann die Glocke zum Aktivieren, sonst verpasst ihr noch Videos von mir. Wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr kein Video, was ich hochlade von mir. Wer krank ist, gute Besserung. Danke für jeden Daumen, danke für jeden Kommentar. Guckt in die Community rein, bitte, regelmäßig. Denn da findet ihr dann auch immer wieder Sachen, wie weit ich bin, woran ich gerade häkle oder stricke. Bis, ich weiß gar nicht, was jetzt anliegt bei uns. Ach doch, es kommt, glaube ich, dann eine Tasche an die Reihe. Das Netz, das Tasche, Netz, da, wo man halt was reinpacken kann, zum Einkaufsnetz, genau. Oh Gott. Okay, ihr wisst Bescheid, Einkaufsnetz. Dauert aber, ne? Bitte um Geduld. Tschüss.